Hallo, ich bin's wieder, Stefan Santagello. Ich will euch heute wieder ein paar Übungen zeigen, wie ihr euren ganzen Körper ein bisschen kräftigen könnt. Ja, wir fangen an mit ein paar Übungen und ihr versucht die mal zu Hause oder draußen nachzumachen. Einfach mal in den Schritt stellen. Knie beugen, recken. Ja, vielleicht erstmal nur links, dann rechts. Ich mache das mal seitlich. Ja, Knie beugen, recken. Rechts, links im Wechsel. Richtig, wer will, kann richtig weiten Schritt machen. Kurzen Schritt. So, jetzt nehmen wir mal den Gegenarm mit hoch. Linkes Knie, rechten Arm. Rechtes Knie, linken Arm. Richtig weit. Runter, wer kann. Wir können auch beide Arme mitnehmen. Hoch. 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 Okay. Das Ganze kann man natürlich auch noch mit Gewicht machen in der Hand, dass man Hanteln oder Wasserflaschen in die Hand nimmt und das Ganze dann macht. Okay, für die nächste Übung brauchen wir eine Matte. Wir gehen an die seitliche Rumpfmuskulatur. Ihr könnt es natürlich auch draußen auf der Wiese machen. So. Legen uns auf die Seite, das untere Bein für die Anfänger beugen, Unterarm fest in die Matte, unter die Schulter. Und dann versuchen wir, die Hüfte hochzudrücken. Hoch. Hoch. Ja, seitliche Rumpfmuskulatur. Wenn das gut geht, können wir ja mal versuchen, die Beine zu strecken. Füße aufeinander legen und immer hoch. 10-mal hoch und runter. Nicht komplett absetzen. Hoch und runter. Hoch, den Arm kann man hochnehmen, hoch und runter hier. Becken hoch, Hüfte hoch, jawohl, gut. 10-mal jede Seite, dann Pause. So, wir versuchen jetzt mal das Ganze ein bisschen zu steigern. Unteres Bein beugen, oberes Bein strecken. Fangen wieder mit der einfachen Variante an. Wir bringen jetzt noch Rotation in die Rumpfmuskulatur, ja? Einfach mal hochdrehen, auf den langen Arm stellen, hoch, drehen, hoch, drehen, hoch, drehen, hoch, hoch. Da kann man natürlich eine Hantel in die Hand nehmen, das Ganze ein bisschen schwerer oder eine Wasserflasche, Beine strecken, wird das Ganze noch ein bisschen schwieriger. Halten und dann drehen. Die Hand, wenn es geht, hinterher schauen. Drehen, gerade werden. Drehen. Auch hier 3x10 pro Seite. Okay. Nächste Übung. Wir gehen in den Unterarm. Stütz. Die Unterarme fest in die Matte. Knie leicht beugen und dann hoch. Ja, das ist die leichte Variante. Fußspitzen anheben. Auf die Matte schauen. 10-mal im Wechsel. 3, 4, 5, 10-mal. Er sagt, das geht gut, ist mir zu leicht. Kann in die komplette Streckung gehen. Unterarme in die Matte. Beine strecken, Fußspitzen bleiben am Boden und dann im Wechsel anheben. Rechts, links. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. 3x10. So, die nächste Übung. Wir legen uns ganz flach auf den Bauch. Ja? Den Bauch legen. So, Beine sind lang. Fußspitzen fest in den Boden oder in die Matte. Und jetzt versuchen wir mal nur die Arme hochzunehmen. Arme hoch. Ablegen. Hoch. Hoch. Ja, wenn das gut geht, nehmen wir die Füße mit. Ja, die Fußspitzen mit annehmen. Arme hoch, Fußspitzen hoch. Ablegen. Hoch. Das Ganze 10-mal. Es geht in die Rumpfmuskulatur, in den unteren Rücken. Hoch, runter. Und wer kann, kann noch Gewicht in die Hand nehmen. Wasserflaschen, Gewichtsscheiben. Hanteln
hoch und runter. Hoch und runter. Okay. Hiermit trainieren wir den unteren Rücken und die Rumpfmuskulatur. So, weitere Übung findet ihr auf der Seite noz.de. Viel Spaß dabei!